die Lippen gebissen und dann sind die geplatzt. Wie stark muss man sich auf der Lippen beißen, dass die platzen, Mann? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Süßes oder Sandra? Erschreckt mich nochmal so und ich bin verschrocken. Alle. Mädels, auf einen geilen Abend und die kurze Clique aus ganz Pottenhusen. Cheers. Okay. Es kann nicht die coolste Clique sein, wenn Lexa nicht dabei ist. Das funktioniert nicht. Oh, hast du noch nie Sekt getrunken? Eigentlich mag ich gar keinen Alkohol. Das ist wirklich... Raus. Brüde, du musst mal ein bisschen was aus dir machen. Guck mich an. 100% wahre Schönheit. Ja. 100% wahre. Wobei man allerdings sagen muss, dass ca. 70% dieser Schönheit von Dr. Nieke stammt, die eingespritzt bzw. implantiert wurde. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich frag mich nämlich viel mehr... Okay, alles klar. Mann, warum ist denn das Bild so blau, Alter? Ich drehe mir noch der Arschhaare rum. Aus dieser noch verdammt jungen Nacht machen. Vorschläge? Okay. Wir können Fotos von uns machen und auf Facebook hochladen. Und wer die meisten Likes bekommt, gewinnt. Scheiß Idee. Jana, ich richte mich nach euch. Super Idee. Scheiße. Ich finde nämlich, wir gehen heute in die Dorfdisco und reißen ein paar Typen auf. Was meint ihr? Oh, jetzt kommt Sandra. Ohne Sandra läuft das nicht. Muss mal hier kurz was gucken. Was ist das? Das ist mein neuer Handy-Klingelton. Da kommt ein Anruf rein von... Nein, Sandra. Lida, meine beste Freundin, nimm ab! Oh, sie ist so nervig. Du bist meine beste Freundin! Sandra will unbedingt zu unserer Clique dazugehören. Wir haben früher im Zeltlager rumgeknutscht. So, drück sie weg. Hab ich mich gerade richtig verhört? Die haben im Zeltlager rumgeknutscht? Na gut, okay, es geht ja. Und zu dieser Halloween-Folge? Habe ich diesen Look jetzt mal so ein bisschen rot-weiß gemacht? Denk mal, das kommt so etwas atmosphärischer rüber. Okay, ich drück's weg. Oh, fuck, ich hab abgenommen. Hallo? Was bringt das da einfach, das Telefon wegzuscheißen? Oh? Hallo? 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 Vor allem, es ist doch nicht mal abgenommen, oder? Das war doch noch nicht immer... Oder, los, ach, nee, dieser Wachwurst! Das war zum Auflegen, ne? Wieso denn ich? Weil du dumm bist, deshalb. Los! Hallo? Weil du dumm bist. Hallo? Hey Sandra, hier ist Jana. Hä, Jana? Ich hab doch Lisa angerufen. Ja, Lisa ist gerade... die ist gerade... Ja? Ihre Lippen sind geplatzt. Der... Aber es ist mal eine gute Ausrede, nicht sowas wie, die ist gerade scheißen. Was, echt? Ja, sie hat sich auf die Lippen gebissen und dann sind die geplatzt. Wie stark muss man sich auf der Lippen beißen, dass die platzen, Mann? Alles voller Blut. Micha hilft dir gerade. Coole Sache. Grüß die beiden mal ganz lieb von mir. Ja. Ich soll euch von Sandra grüßen. Ich soll zurückgrüßen. Ja, man kennt es. Ja, man kennt es. Grüß mal von mir. Ich soll euch grüßen. Ja, coole Sache. Was macht ihr denn noch so? Soll ich vorbeikommen? Sandra, ich muss Lisa jetzt mal helfen. Die platzt gerade komplett auf. Die platzt gerade komplett auf. Man kennt es. Einfach mal so in der Luft geplatzt. Ich kann Tampons mitbringen. Tschüss, Sandra. Ja, was willst du damit machen? Die Lippen reinstöpseln. Sandra, hast du dir eine tolle Geschichte ausgedacht? Tut mir leid, ich musste was halbwegs Glaubhaftes erzählen. Oh, diese Sandra geht mir tierisch. Bei Sandra kannst du eigentlich alles erzählen. Die glaubt jeden Scheiß. Auf die Nerven. Wir müssen sie irgendwie loswerden. Die wird uns so lange nicht in Ruhe lassen, bis sie zu unserer Clique gehört. Wir könnten sie töten. Jetzt wird's ernst. Ich dachte da mehr an eine Art Mutprobe. Und zwar eine, die sie auf keinen Fall bestehen wird. Und an was genau hast du da gedacht? Es gibt doch dieses eine leerstehende Haus unten in der Poppenhusenstraße 13. Ja, und? Sandra wird mit uns eine Nacht in diesem Haus verbringen. Wenn sie es schafft, gehört es zu unserer Clique. Und wenn nicht, darf sie sich nie wieder bei uns melden. Ich will dich ja nicht kritisieren, Michelle, aber was soll daran so mutig sein? Wir werden aus diesem Haus ein Geister ausmachen. Ah ja, man kennt es. Keine 10 okay. Minuten. Nein, die jetzt frisst die erstmal einen Döner, Alter. Ich will auch eh. Hallo Chef, das ist eine gute Idee. Hey, von mir kommt kein. Den Anruf brauchen wir jetzt nicht mehr zu filmen. Sie wird ja sowieso ja sagen. Also von daher. Da steht das ganze Kamerateam. Sehr gut. Gut. Einpacken, Leute. Nächste Szene ist draußen.
weit ist das Haus weg? Vor allem, die bringt gleich den ganzen Koffer mit. Hallo? Hallo? So ein altes Haus. Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, in so einem alten Haus ist bestimmt jemand zu Hause, aber gut, ja. Hallo! Ja. Ja gut, es gibt ja alte Häuser, die bewohnt sind, ja, von irgendwelchen Obdachlosen, okay. Da haben sie wenigstens ein Dach über dem Kopf, ist schon scheiße genug, dass sie obdachlos sind. Oder von Geistern, man weiß es nicht. Gab's ja auch mal früher so eine Serie, wie hieß die? Das Monster aus Versehen. Da hat ja auch so ein Geist mit so einem Buch und so einem Kristall, so einem Diamant, auf einem Dachboden gelebt. Sandra. War eine coole Serie. Und das seit meiner Geburt. Ja. Ah, coole Bude. Komm doch rein, wir haben schon auf dich gewartet. Wow. Das wird also die Pop-Hose mit. Aber wenigstens ist in so einem alten verlassenen Haus noch Licht, man kennt es. Ja, genau. Ach gut, haben wir auch schon mal erlebt. Wir waren in so einem Lost Place unterwegs und drücken auf den Lichtschalter. Okay, geht nicht. Ganz normal. Oh, wer kennt es nicht? Du gehst in dein Lost Place und versuchst erstmal den Lichtschalter zu drücken. Könnte ja sein, dass die Lampen, die nicht in der Decke sind, funktionieren. So einfach ist das. Ganz weiter oben haben wir einen Lichtschalter gefunden, einen Sicherungskasten gefunden und haben einfach die Knöpfe nach oben bewegt. Auf einmal ging überall das Licht an. Alter, wir waren so erschrocken, dass wir gleich zur Treppe zurückgerannt sind. Und dann ist uns so eingefallen, warte mal, wieso gibt's hier eigentlich noch Strom? Und du hast sicherlich schon gehört, dass es hier besonders nachts drin spukt, oder? Was, echt? Ja, kommst du? Ja. Die Schauspielkünste sind das Beste, Alter. Ah ja, ich bring mal kurz meine Jacke und meinen Koffer. Außer von Torkel, bist du perfekt. Hier hinten zu... Michelle? Michelle? Ist sie. Michelle? Nicht dein Ernst, dass du jetzt da oben durch willst? Geil. Beste Kletterkünste! Das sah leicht zweideutig aus! Ach nö! Da bleibt sogar die Sonnenbrille hängen! Ja, so kletter ich auch immer! So ganz normales Kletterverhalten! Wenn dich mal irgendjemand in Ausland fragt, wenn du Urlaub bist, wie klettern Deutsche, zeig ihm dieses Video. Was? Wieso erinnert mich das gerade an Halt, Stopp, Andreas? Diese Fresse, dieses Gesicht, dieses Spinnenweben davor, all das... Hä? Wann macht Torke endlich eine Mr. Bean-Parodie? Einfach mal von Spinnenweben wegtanzen. Es ist schon eine hohe Kunst, durch Spinnenweben zu kommen. Ja, Feuer könnte helfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sandra, ich möchte ehrlich zu dir sein. Das hier ist alles eine Mutprobe für dich. Ja. Wenn du es schaffst, die ganze Nacht mit uns in diesem Haus auszuhalten... Junge, die hat es geschafft, durch die Spinnenweben zu kommen. Na klar wird die das schaffen! Gehörst zur Clique. Und wenn nicht... Ach, das ist Teil 1 von 2. Es gibt 2 Teile. ...dich nie wieder bei uns melden. Oh. Okay? Schimmer dein Leben, Baby! Ich bin sexy, ich bin geil, ich bin jung, ich hab Style! Die scheiß Geister, die können mich mal am Arsch lecken! Don't mess with the camera, you know? Okay, Sandra, du machst das. Junge, Sandra ist allein um die halbe Welt gereist, hat sich mit der Mafia angelegt, da wird die das doch wohl auch schaffen. Wobei ich gerade nicht weiß, ob das zeitlich vielleicht das zuerst kam oder nicht. Schon. Hey, zwei, da seid ihr. Oh, da hätte ich aber auch Bock, ein Stück Pizza zu fressen. Ja, endlich. Wir haben schon Abo vorbereitet. Ich liebe ja eigentlich Halloween. Halloween finde ich so geil. Halloween ist mitten nach Weihnachten einer meiner Lieblingsfeiertage. Halloween ist kein Feiertag. Doch, Halloween ist manche Region, glaube ich, Feiertag. Reformationstag. Meine drei besten Freundinnen. Ein Geisterhaus. Was kann es Schöneres geben? Das wird sicherlich eine ganz tolle Nacht. Hab schon richtig Hunger. Haut rein. Da wirst... Ey, komm. Wer wird denn von ein Stück Pizza bitte satt? Wer? Erzählt mir das. Was ist, Sandra? Hast du etwas schon Angst?
Betet ihr nicht vorm Essen? Nein. Also, ich bete immer vorm Essen. Also, ich habe... Also, wenn ich nur ein Stück auf dem Teller hätte, würde ich auch darum beten, dass noch mehr auf dem Teller fällt. Jetzt richtig Hunger. Haut rein! Die hat richtig Hunger, aber nur ein Stück Pizza. Alter, was ist das? Mein Gott, dann lass sie doch kurz das Gebet sprechen. Okay. Danach können wir in Ruhe essen. Oh, meinetwegen. Na jetzt. Ah, da ist doch schon ein Stück abgebissen, oder? Von Sandras Pizza. Was wird das jetzt, eine Seance? He's got the whole world in his hands. He's got the tail and the schwarzbrot. Was? In his hands, he's got the keys and the butter. Was ist das? Das ist jetzt das beste Gebet ever. In his hands, he's got the Fleischbrot and the schwarzbrot. In his hands, he's got the whole world in his hands. Ich scheiß mich so ein. Was ist das für ein Gebet, Alter? Ja, Amen. Ja, Amen. Das beste Gebet der Welt, Alter. Gott, seht ihr den Tisch? Er rüttelt sich. Ja? Das ist bestimmt eine Geisterscheinung. Ein Geist? Es muss ein Geist sein. Es ist tatsächlich ein feindlicher Geist. Es ist tatsächlich ein feindlicher Geist. Wie schrecklich! Erdbeben! Beste wissenschaftliche Erklärung. Sandra ist gar nicht so dumm. Aber warum wackelt dann nur der Tisch? Vielleicht ist es ein Tischbeben. Das war ja mal ein kurzes Erdbeben. Guten Hunger. Na, das hat ja wohl nicht geklappt. Und sonst so, Sandra? Also ich fürchte mich ja immer schrecklich in solchen Geisterhäusern. Och, ich nicht. Ist meine erste Nacht in einem Geisterhaus. Hab leider keine Vergleichsmöglichkeiten. Das ist mal eine gute Antwort, warum man sich nicht fürchtet. Also weiß ich nächstes Mal Bescheid. Leute, hört ihr das? Das hört sich an wie Geistergestöhne. Das hört sich ja an wie ein stöhnender Wolf, Mann. Na, was hörst du? Geistersex, man kennt es. Die bespritzen sich mit Ektoplasma. Ey, nehmt euch mal ein Zimmer, ey. Sandra, das sind Geister. Ja, die haben ein Zimmer, Mann. Ey, nehmt euch mal ein Schloss, ey. Nun sehr gut, ich denke. Es ist aber gute Antwort. Wir sollten uns mal die anderen Zimmer anschauen, nicht wahr? Eine sehr gute Idee, Michelle. Gut. Ey, die hatte so einen Hunger und frisst nicht mehr auf. Will sie schon die anderen Zimmer ansehen? Eigentlich wollte ich ja noch ein Abschlussgebet sprechen, aber och, können wir ja nachher immer noch machen. Das ist wohl ein Abschlussgebet. Abspritz. Gesang. Was ein Cut, Alter. Oh. Tja, Sandra würde sagen, das Erdbeben ist zurück. Okay, cool, Alter, das war cool. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Den muss ich auch noch gucken, Alter, auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.